So, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein bisschen anders. Wir sind kurz und spontan nach Dänemark gefahren mit ein paar Leuten. Was wir hier treiben, ob wir hier Fisch fangen und was euch in diesem Video erwartet, das seht ihr alles wie immer nach dem Intro. Okay, ihr Lieben. Also, ich hatte es bereits erwähnt, wir sind in Dänemark relativ spontan mit ein paar Jungs, mit Freunden. Dementsprechend steht YouTube nicht ganz im Fokus. Ich lasse natürlich immer wieder die Kamera laufen und versuche, wenn wir den Fisch fangen, so gut es geht, alles mit auf die Kamera zu bekommen. Und ansonsten genießt ihr einfach das Video, ein paar gute Bilder, ein paar gute Szenen. Hoffentlich fangen wir Fisch. Ich weiß es noch nicht. Wo wir sind, hau ich gerne noch mal in die Videobeschreibung. Also, Dänemark, Meerforellen angeln. Wir haben Mai, Ende Mai. Mai, Juni, sagt man, ist auch Hornhechtzeit. Ist es auch. Konnten wir hier schon sehen, dass Hornhechte da sind. Jetzt wird man vielleicht der ein oder andere sagen, ja, ihr fangt nur Hornhechte dann. Wie gehen wir hier vor in unserem Urlaub, in unserem Kurztrip? Von der Reihenfolge her machen wir das so. Die Hornhechte sind sehr, sehr präsent. Machen auch Spaß. Wenn man es nur auf die Meerforelle abgesehen hat, dann verfolgen wir folgende Taktik. Wir werden früh morgens und im späten Abend oder am späten Abend werden wir den Fokus auf die Meerforelle legen. Das heißt, da sind die Hornhechte nicht ganz so präsent. Ich glaube, weg sind sie nie. Aber am frühen Morgen und am späten Abend hat man die bessere Chancen, neben den ganzen Hornhechten auch mal gezielt eine Meerforelle zu fangen. Die Mittagszeit nutzen wir so ein bisschen, um ein paar andere Spots anzufahren und zu gucken und uns schlau zu machen, um Pause zu machen, um Essen, Trinken, ja, all das so. So wird das Ganze hier ablaufen. Wir sind 2 Tage hier. Genau, und wir sagen ja immer, dass wir coole Videos machen wollen mit Fisch und natürlich immer einem informativen Teil. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass dieser informative Teil oder dass YouTube nicht ganz im Fokus ist. Ist auch ein bisschen Urlaub und nicht alle von meinen Jungs wollen mit auf die Kamera, respektiere ich auch. Dementsprechend, ja, versuche ich so gut es geht, alle Fischaufnahmen mit aufs Band zu bekommen. Und am Ende des Videos, das ist jetzt wichtig, haben wir nochmal ein cooles Tutorial für euch vorbereitet, was wir euch in der Videobeschreibung verlinken, zum Thema Meerforellenangeln. Ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß mit den Bildern und ja, hoffe, dass wir natürlich ein paar Fische ans Band bekommen und die ein oder andere Meerforelle landen können. Ja, zur Taktik kann ich vielleicht noch mal was sagen. Wie gehen wir hier vor? Also, wir fischen ganz normal mit dem Blinker. Blinker mit Springerfliege haben wir ja bereits in unseren Videos erwähnt. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal hier oben, werden wir euch das verlinken. Blinker mit Springerfliege, Spirulino mit Fliege und nebenbei auf Hornhecht. Wie wir das machen, erzähle ich euch mal in einem anderen Video. Ach ja, einen Fliegenfischer haben wir noch dabei. Der angelt auch mit der Spinrute. Wir müssen mal gucken. Wenn es die Bedingungen zulassen, wird er bestimmt auch ein paar Würfe mit der Fliegenrute machen. Also von daher viele Möglichkeiten, hier Fisch zu fangen. Ich hoffe, es klappt. Die Bedingungen sind top. Das Wetter ist geil. Es ist Urlaub. Und ja, bleibt einfach dran, seid gespannt und genießt das Video. Doppeldrill-Matze. Petri, Alter. Ich habe ihn noch sicher, Alter.
Boah, der geht ab. Schöner Hornfisch, Alter. Ja, nachdem er gebissen hat und nicht hängen geblieben ist. Jo. Auf jeden Fall. Ich krieg immer nur die ganz kleinen. Ja. Petri.